Hallo zusammen, da sind wir wieder in The Search 2 mit Johnson. Ghosty Johnson. Ja, wir sind immer noch im Hochsicherheitsgefängnis. Ich habe nochmal anfangen müssen, ja, das zweite Video, wo ich aufgenommen habe, das sich hier da abgespielt hat oder dass es weitergeht, das habe ich wieder tonmäßig total verkackt. Ja, oh je, ich kenne kurze. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nochmal Testaufnahme gemacht. Und es war bisher alles noch nicht. OBS geht es, ne? OBS zeigt mir kein Bild an. Keine Spieleraufnahme, nix. Weiß nicht, was ich da mache. So, jetzt mache ich halt über Nvidia Shadow Play, ne? Geht auch. Ja, man hat man halt kein Kontrollbildschirm. Ja. Okay, auf jeden Fall, soweit so gut. Weiß jetzt nicht, wo ich da aufgehört habe. Aber wir brauchen ja noch. Das Ding da hinten. Audio-Log, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Ach so, warte mal, da oben, da war doch auch noch was. Heben wir mal auf. Hey, ich bin's. Ja, hab die Nummer gesehen. Hab gehört, die haben dir den Job angeboten. Ja, sorry. Ich wollte dir im richtigen Moment sagen. Im richtigen Moment? Schau mal raus, Garcia. Diesen richtigen Moment, den wird's nie geben. Nie mehr. Das ändert nichts zwischen. Ich weiß, darum geht's hier nicht, okay? Pass einfach auf dich auf, okay? Diese Sache ist gefährlich. Tut mir leid. Mir auch. Wir sprechen uns, okay? Was da oben steht, Magnetschluss mit der EMP 44 Starfish kannst du dieses Magnetschloss öffnen. Was ist denn das? EMP? Ich muss mal das aufschreiben, Freunde. Das weiß ich später, nehme ich. Okay. Haben wir das? Nein, ne? Ist das jetzt Drohne vielleicht oder was? Naja, muss her. Wir gehen jetzt nochmal raus. Das ist eh zu laut da drin. Und da war dann noch irgendeiner in einer Zelle, oder nicht? Ein Zellengenosse. So, ich schwöre, ich bin kein Verbrecher. Bitte lass mich raus. Was heißt, du bist kein Verbrecher? Was machst du denn da? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Du Lolli. Oh Mann, Rettung in letzter Sekunde. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen, aber wie du dir vielleicht denken kannst, habe ich nichts von Wert dabei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ben Burke bezahlt immer seine Schulden. Jetzt könnte man durch die ganze Dialoge durchdrücken. Habe ich auch schon gemacht, Freunde. Ich habe gehört, in der Stadt gibt es ein Evakuierungslager. Gateway Bravo oder so. Da werde ich mein Glück versuchen. Wollte schon immer bei einem Rettungsteam arbeiten. Vielleicht sieht man sich ja noch. Du hast das von Trio schon gehört, oder? Also, ich war dabei. Diese Typen von der Regierung sind angetanzt. Ich dachte, ich wäre endlich in Sicherheit. Doch die wollten mich nicht gehen lassen. Auch nachdem ich ihnen gesagt hatte, was passiert war. Etwas wie ein Energiestoß ist durch das ganze System gegangen und hat sämtliche Schaltkreise durchgeschmort. Bis am Ende schließlich die gesamte Fabrik in Trümmern lag. Ich habe mein ganzes Team da verloren. Selbst Smithy. Aber diesmal werde ich die Leute retten. Ich schwör's. Okay. Komm zum Evakuierungslager. Ich werde dort sein. Ach so, jetzt haben wir Benjamins. Was? Trifft dich? Ich treffe mich mit gar niemandem, Freunde. Trifft dich mit Benjamin im Evakuierung? Ah, ich hab keinen Bock. Ich will nicht. Implantate habe ich 2 Stück. Ausgerüstet. Okay. Und jetzt? Wo gehen wir weiter? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Ne, ich glaube. Wir müssen. Haben wir noch eine Tür irgendwo? In der ganzen Stadt verbreitet. Die Ausgangssperre gilt nun schon seit 2 Monaten. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist schon. Da gehen wir jetzt hier. Das können wir jetzt machen. Aufheben. Und zwar leeres Lab-Gehäuse. INF Lab-Gehäuse.
Was ist das jetzt da? Oh, Scheiße, das ist auch so schwer wieder. 46 Schade, 78. Energiegewinn haben wir hier von 35, aber Ausdauerverbrauch von 90. Nehmen Sie mal jetzt dieses Schwert. Oje, Freunde, das. Ich wollte was ganz anderes haben. Wieso kriege ich denn das jetzt so? Scheiße, das ist alles random. Ah. Was haben wir? Test-Scrap? 121, das reicht, ne? Oder reicht das? Warte mal, ich gehe nochmal gucken. Da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Nee, das reicht nicht. Ne? Kannst aber speichern, oder? Ach doch, das reicht. Oh, das ist super, oder? Ich finde es klasse jetzt. Ich habe es immer noch nicht richtig. Ich brauche da noch eine Weile, bis ich das kapiert habe. Da. Wir haben auf jeden Fall 2 Modulpunkte. So. 106. Akkueffizienz. Ausdauer und Gesundheit und Ausdauer. Akzeptieren. Upgrade haben wir nicht. Komponenten, die du durch Abtrennen von Körperteilen deiner Feinde bekommst, kannst du zum Verbessern von Waffen, Ausrüstung und Implantaten verwenden. Trenne gepanzerte Körperteile ab, um Komponenten zur Herstellung und zur Verbesserung deiner Ausrüstung zu bekommen. Trenne waffentragende Arme ab, um Komponenten zur Verbesserung von Waffen zu bekommen. Trenne Körperteile von robotischen Gegnern und Köpfe von humanoiden Gegnern ab, um Komponenten für die Verbesserung von Implantaten zu bekommen. Aha. Ja, super. Nichts verfügbar, ne? Das ist ja blöd, oder? Okay, mal langsam. Was war das? Ich hab das hier sowieso nicht verstanden. Das dauert jetzt so weit, bis ich das jetzt wieder... Kopf, linker Arm. Aber wir können wenigstens jetzt ausweichen. Das hätte ich gern, das Ding. Tut weh, hä? Hast du Screenshot gemacht? Ja. Rippenstecher, das wollte ich haben. Der Rippenstecher. Genau. Das, pass mal auf. Das ist mir zu langsam. Macht mir Schade. Ja, nicht viel mehr, aber die Angriffskraft ist halt minimalistisch. Aber die Angriffsgeschwindigkeit ist unter Ausdauer ist besser. Ist einfach besser. Der Rippenstecher. Er sticht die Rippen ab. Halt doch mal die Fresse, Mensch, ich kann das. So, jetzt gehen wir mal durch. Ich hoffe, dass ich da jetzt alles hab. Ja, mit der Exorik können wir da jetzt auch anders da verfahren. Ne? Was hat er gesagt? Ah, da habe ich auch mal schlecht. Blockenanalysator. Den habe ich jetzt direkt ausgerüstet. Den Blocken. Was? Analysator? Oh je. Ich gehe doch jetzt nochmal neu, das ist mir jetzt gerade wurscht. Blocken. Ach so, das kann ich doch noch gucken, da brauche ich gar nicht neu. Da ist er. Ne, das ist er nicht. Direktional ist der. Aha. Ach so. Zeigt die Richtungen an, in die du feindliche Angriffe blocken kannst. Ah, Moment mal. Was heißt denn das? Also wenn ich jetzt... Blocke ist das, ne? Wenn die jetzt dort... Hallo, Mosche? Komm mal her, da. Ah! Ja, Moment, das war... Jetzt oben. Okay. Oh, das darf ich aber nicht durch, gell? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Wenn ich ehrlich bin. Nutze Akkus, um dich zu heilen. Okay, mache ich.
Ach so, die Akkus laden dann mein... Ich habe jetzt Erheilung. Ah, okay. Langsam, wo willst du denn hin? Wo willst du denn jetzt wieder hin? Da war doch... Ich wollte doch an die Heilstation. Ach so. Die Akkus ticken runter, ne? Wenn du nicht schnell genug... Genau wie wenn du Zeit der Loot verlierst, ne? Und dann ist es... Wenn es nicht innerhalb von einer gewissen Zeit aussammeln kannst, ist der Tech-Scrap weg. Das ist doch scheiße, Freunde. Das ist bei anderen soll es sein. Ne. Das bleibt so lange liegen, bis du entweder stirbst oder bis es euch gesammelt hast. Und nicht noch 2 Minuten. Das hat mich im ersten Teil schon gestört. Warte mal, was will denn der jetzt? Ah, jetzt kriege ich mal das Auge gezeigt. Lebensbalge? Der Kopfhörer da auf? Ah. Okay, das... Das... Warte mal, wie machen wir das B, gell? Erfolgreich aufgeladen. Jetzt haben wir zwei Dinger da, zwei. Landetreffer an Gegnern mit, um Energie aufzubauen. Ah, also langsam wird das was. Was steht denn da? Was ist, wo? Ausweichmanöver, sofort! Ah! Was ist denn jetzt? Ach so, war das unser Absturz oder was? Wo sind wir dann, da? Ach so, da müssen wir rein. Da ist Waffenlager. Da ist noch so einer. Ne, das ist Annie. Ah. Ja, die tut auch so einen Rippenstecher. Rasentrimmer, würde ich sagen. Rippenstecher, was ein Name. Was steht denn da? Zerlegter Flugzeugwartungsroboter. Ah, prima. Brauche ich, ne? Ne, aber da müssen die Treppe hoch, da. Warte mal, wie war jetzt? Springe ist linkes Stick, gell? Laufe und springe. Ah, Sicherheitsgang. Lauf ist A. A wie Anton. A wie Anton. Düdel-düdel-dum-bum. Hört der andere Bestecher. Ja, wie soll denn das funktionieren? Okay, ein Equalizer haben wir gekriegt. Was ist denn ein Equalizer? Ach, das ist eine Waffe. Equalizer. Nein. Wir tun doch gar nichts ausrüsten jetzt. Ich guck mir das erst an. Equalizer, Hammer. Was macht der? Schaden ist... Ach du Scheiße. Alter. Oh, der ist aber schnell. Oh, das ist einer von der ganz schnellen, der Equalizer. Ja, vergiss es. Hör auf. Da nimmt der Rippenstecher, da ist wenigstens ein einigermaßen flink. Trenne Waffen ab, die du bereits besitzt, um Material für die Herstellung neuer Waffen zu bekommen. Lecker. Okay, also dann müssten wir jetzt den nächsten. Oder die, wenn da jetzt wieder eine kommt. Was hat er gestanden jetzt? Ich habe das jetzt nicht gelesen. Test-Scrap kann ich jetzt... Wie? Aber doch nur an einer Medi-Bay, oder ne? Da steht nichts von... Das kann ich mir ja... Jetzt habe ich ja sowieso nicht verstanden. Das kann ich mir ja noch einmal angucken, vielleicht. Wo sind wir jetzt hergekommen? Da, ne? Ah, da kommen wir da hinten ein. Ah ja, guck mal. Naja, was willst du denn da hinten? Das stört mich doch, dass das durchsichtig ist. Meine Maske geht nach unten. Warte mal, Moment.
Abkürzungen steht da was. Wir sind ja immer noch im Tutorial, nicht vergessen, ne? Da. Da ist er. Die wilde Bestie. Die Pären und die Pestien. Schrotthaufen, aha. So, da geht's glaube ich nicht weiter, ne? Ich muss halt jetzt nochmal gucken, da was. Da, Abkürzung. Das ist die Abkürzung. Achtung an alle Gefangenen! Da. Da gehen wir jetzt nochmal neu. Was ist denn eigentlich rechter Stick? Keine Ahnung. Rechter Stick drücken, meine ich. Können wir noch was machen? Ne, das reicht uns nicht. Hier, was haben wir hier eigentlich? Wo stehen das? Lassen? Oh, da. Scrap Items zerlegen. Ah, 200. Kann man was upgraden? Irgendwas? Ne. Was ist denn das? Erforderliches Material ist. Was hier mit oder was? Haben wir nichts verfügbar. Okay, dann würde ich sagen. Lass uns. Oh, ja, halt. Da krieg ich jetzt, wenn ich den rechten Arm abtrenne. Wolfram-Legierung ist es. Ne? Wolfram, du kennst schon den Wolfram. Der legiert gern. Jetzt kann ich aber, oder ne? Halt. Nicht. Nichts. Eins. Wie viel braucht man? Drei. Mensch, ich weiß es nicht, wie viel, aber du, was ist denn das? Neue umfangreiches Infomaterial, was? Infomerzial über das neue. Sie können jetzt Ihr persönliches Mark 12 MG Exo-Rig entgegennehmen. Chirurgische Eingriffe sind nicht länger nötig. Das neue MG ist schneller, leistungsstärker und eleganter denn je. Sobald Sie es angelegt haben, verschmilzt es liebkosend mit Ihrem Körper. Die Metamorphose ist so nahtlos, dass Sie gar nicht mehr wissen werden, welche Funktionen ja, da babbelt doch nicht so dumm. Da babbelt der Ende draußen da am Fernseher. Und der Onner labert das Ohr voll. Holen Sie sich die Kontrolle über Ihr Leben zurück. Ja. Es wird Zeit für Klarheit, für Bewegung, für Kraft. Alles klar, warte mal, was ist denn da? Ach so, da geht's weiter, gell? Öffnen Sie die Tür. Oh, halt, schnell! Sprint! Was ist? Nicht euch laufen auf dem Weg, da die. Neues Implantat erhalten, ausrüsten. Ah, Implantat, was haben wir? Jetzt haben wir vier Implantate. Kernleistung zeigt Gesundheit und Stabilitätsbalken des anvisierten Feindes. Das ist unsere Injektion. Die Richtungen und was haben wir jetzt? Verliert ein Akku an Kapazität, der aktuell ausgewählten Injektion eine Vorladung hinzufügen. Eine Vorladung? Für was? Fürs Gericht oder was? Keine Ahnung. So, Achtung. Kommen wir da jetzt raus? Oh, Scheiße. GPT Lovendis. Ah! Direktor Garcia heißt es. Da bin ich beim ersten Kopf. Da habe ich nicht gewusst. Bin ich abgenibbelt. Oh, da hat auch noch so ein Laser-Dingsbums dabei. Nicht, ich brauche den Zawaff. Und dann macht er auch noch so eine Scheiße. Der ballert für uns doch nicht. Er hat das Depp doch nicht, wo er soll. Feuer, wir haben auch noch Feuer gefangen. Ach komm, Freunde, wo soll ich denn da hin? Drecks, kann ich das Ding abknallen da oben? Kann ich was nehmen? Das geht ja ein bisschen langsam.
Garcia ist der, der Mann. Der Direktor von dem. Was habe ich denn jetzt markiert? Der Arm? Dann bist du dauernd mit der Waffe. Aber die ist halt auch schnell. Achtung! Schlachtung, nix Schlachtung. Der knallt auf, mit was unten der für Munition? Durchhagelgeschosse. Das ist der Druck. Oh fuck you, du Arschloch. Ohne Ausdauer. Ja, ich weiß, dass ich habe. Hab ich Ausdauer überhaupt? Oh, hast du das gesehen? Oh, jetzt aber Vorsicht. Ah, wir haben den zweiten weg hier. Garcia ist es. Geht nicht, wir haben keine Energie. Oh Scheiße, Freunde. Das ist mir beim ersten Mal auch passiert. Genauso blöd draufgestellt wie beim ersten Mal. Der Timer läuft wieder. Einen schönen Tag noch, Officer. Ja, das wäre natürlich zu einfach. Muss ich da wieder durch? Na ja. Achtung an alle Gefangenen! Ah, nee. Wo bin ich denn jetzt wieder? Da, geht's raus. Wo ist denn mein Testcrap? Oder wie das Zeug geht? So. So, jetzt machen wir den linken Arm. Und dem zur Waffe kann er behalten, die ist eh zu langsam. Der ist aber gut. Der ist aber gut im Futter, der Typ, ja. Aufpassen jetzt, was gell? Du könntest auch mal den schweren Angriff. Hast du mal gesehen, wie langsam der schwere Angriff ist? Achtung! Langsam, ganz langsam. Garcia lebt noch. Nicht ins Feuer rein! Feuer rein, rein hier! Du kennst schon schwere Angriffe, Lande. Ich weiß gar nicht, wie geht denn das? Das war er. Oh, wir haben. Oh, Schat. Oh, Scheiße. Ja, der schwere Angriff ist ein bisschen dümmlich, hä? Oh, was war denn das? Was machst du denn da? Du sollst ja nicht rumspielen. Du bist ja nicht im Zirkus. Achtung. Der muss weg, der Arm. Durch die Ausdauer, ja, ich hab's gerade gesehen. Ach Gott, oh, guck da mal das an. Wow, jetzt ist er ab. Ist er weg vom Fenster. Der ist offline jetzt. Off, was ist denn das? Besitzer im Einsatz gefallen. Zuweisung der Drohne zum nächsten verfügbaren Exorig der Polizeikräfte. Ja, wir sind eigentlich immer Waffenschmuggler. Rinnen. Aber weil du es bist, okay, sind wir bei der Polizei. Okay, das haben wir jetzt einmal, ne? Und was machen wir jetzt? Haben wir ein bisschen Testscrap gekriegt, aber ansonsten nichts, ne? Nur die Drohne jetzt.
Ja, und was machst du jetzt? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Soll, das heißt ja immer noch, wir sollen raus aus... aus... was ja, war? Und ich werde nicht bleiben, um herauszufinden, woher das kam. Jetzt sei doch nicht so ein Feigling. Uns spuckt keiner in die Suppe. Ja, die labern alles da. Die T-Shirts gar nicht. Da, ein Lift. Oder? Was soll denn das sein? Kannst du dich meinen Stock einfach haben? Ich bin Athena. Athena Gutenberg. Was? Natürlich wird die Truhe wird aufgedreht. Die wird nicht. Kannst du mich hören? Was ist denn das? Geh nach Port Nixon. Finde das Flugzeug. Find heraus, was mit Athena passiert ist. Implantatarme. Da. Find heraus, ja. Athena heißt die. Ja, das ist mir wurscht. Ach, das ist das Mädchen aus der Vision, ne? Sie scheint der Schlüssel zu allem zu sein. Ah. Okay. Wenn die das ist, dann. Da könnte man uns heilen. Da vorne ist noch so eine Drohne-Dingsbums. Drohne einsetzen, eingesetzte Drohne abfeuern. Ah. Okay, wie viel hab... 90 Schuss Hammer. Was wie nennt sich die jetzt? Die Schuss... Ach, die Munition da, guck mal. Das ist Munition. Omni-Zellen sind es. Omni-Zellen dienen als Munition für die meisten deiner Drohnenmodule. Du kannst immer nur eine begrenzte Anzahl bei dir tragen. Wenn das Limit erreicht wird, kommt es automatisch in die Medibay. Wir haben 20 mitnehmen, ne? Die sind jetzt im Medibay. Ja. Ich hoffe, wir finden nochmal ein Medibay. Jetzt guck dich noch. Ach, da vorne ist da auch nochmal, oder? Ne? Guck dich doch erst einmal um, bevor du da irgendwo rumlatscht. Müsst mal fertig. Da ist Heilung, hast du schon genommen. Ne? Okay, Autos sind auch noch. Da, hol dir eine volle Akkuladung. Okay. Achtung, das sind ja auch noch. Und das? Was ist das? Kleiner Schrotthaufen. Aus Metall. Kleiner. Gibt es bestimmt auch große. Wenn sie jetzt so das da hinschreibe, dann... Au, das war nix. Ziel anvisieren, an, aus, Drohne einsetzen. Hallo? Noch... Was? Kannst du mich hören? Nee. Ich bin Bruder Truman. Ich warte draußen. Kümmer du dich um diese Typen. Und ich schalte den Lift an. Gut gemacht. Der Lift sollte wieder funktionieren. Was, Bruder Truman? Ach, da, ein Lift. Aha. Da, was ist das? Das ist unser Gang gewesen, wo wir entlang gesprintet sind. Ich habe jetzt keine Ahnung, geacht gehabt, ob das ob es so rot war, rotes Gitter oder was. Wir nehmen mal den Lift, ne? Medibay Lift. Da ist ein Feuerlöscher. Ganz modern, ja. Wir sind ja in der Zukunft, oder ne? Aha. Jericho City Übersicht. Wir sind downtown jetzt, oder was? Da kann man sich das auch. Ah, du hast was? Den Lift genommen. Was hätte ich denn schon schnappen sollen? Du holst Kopf? Hä? Soll ich an der Außenwand hochklettern? Abgeschlossen, Moment. Illegale Implantate, DLC-Inhalte aktiviert. Massaker-Memoiren. Was DLC-Inhalte? Was war DLC? Massaker-Dings, Bums. Ja, du konntest durchdrücken. Booster alle. Ich mach alle. Ich habe noch nicht alle. Lock. Da, bin ein Massaker-Memoiren. Sonderlieferung. Ach du Scheiße, Freunde. Hey Partner, hab mir so gedacht, diese Waffen hier könnten dir auf den rauen Straßen
Und Jericho soll dir helfen. Keine Ahnung, was der will. Illegale Implantate. Achtung an alle GCPD-Officers. Ich lese das jetzt nicht vor. Das Stofftier, das das Mädchen aus dem Flugzeug hat, ist rausgeworfen, damit es überlebt, ne? Nicht in der Flamme umkommt. Kika. Den haben wir ja auch gesetzt, ne? Waffenkammer. Da haben wir ja den Dreck rausgeholt. Officer Johnson. Unautorisierte Benutzung wird am Hauptschalter aus. Das ist keine Ahnung, was. Weiß ich. Medizinisch ist das eine Keycard. Was wissen wir, was ich mit dem Dreck mache? Da. 100 Textclap, um Textclap zu erhalten. Ah. Das ist gar nicht. Waffe aufzurüsten. Das ist einfach Rune. Ja. Und wie nutze ich das? A drücke. Aha. Und warum kriege ich da jetzt immer oben noch die Ausrufezeichen auch gezeigt? Hab ich was falsch gemacht wieder? Warte mal. Nö. So, das ist unser. Da. Gelagerte Munition 34. Aha. Die Implantate, da habe ich irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Weil ich krieg das immer noch angezeigt. Und bei der Look muss ich auch was falsch gemacht haben. Ach so, ein dramatisches Telefonat unter zwei engen Freunden. Das war das Telefonat von Garcia mit Major General Ezra Shield. Ein zwielichtiger Arzt, starker Arzt Xen, Dr. Alex Day. Aha, habe ich das gelesen, war? Ein Unternehmenssprecher, weiß nicht. Kommen wir das nochmal auch her, oder was? Medizinischer Bericht Nummer TS2. Die Patientin, die Sie mir vor ein paar Wochen so gebracht haben, ist... Oje, oje, kein Akku verfügbar. Kann nicht sagen, ob sie infiziert ist. Oh, das habe ich vergessen. Ich bin nur ein Level 1 Doktor in einer Polizeiverwahrung. Kann ich das nicht abbrechen? Aber ich würde keinen Transport empfehlen. Noch nicht. Okay, Freunde, dann... Oh, da. Was ist denn das? Mickey Mouse, oder was? Das ist wie so ein Krag, ja? Oder so ein bestimmten Vergnügungspark. Ja? Das ist Jericho City, oder was? Das sieht eigentlich ganz passierlich, manierlich aus, oder? Passierlich, wollte ich sagen. So, wer ist denn das? Mit dem reden wir noch und dann machen wir einen Cut, okay? Hallo, wer bist du? Trampolin? In den Augen brennt ein Feuer. Drummen. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Diese Stadt ist am Ende. Kord ist unsere letzte Zuflucht. Schließe dich meinen Brüdern und Schwestern an. Wir holen uns alles zurück. Ich sehe Verwirrung in deinen Augen. Du musst sehr lange weggesperrt gewesen sein. Dann mach dich auf ein böses Erwachen gefasst. Die Welt hat sich von einer Sekunde zur anderen verändert. Ich könnte dir noch mehr erzählen, aber schau dir lieber alles mit eigenen Augen an. Du schaust auf Jericho City, Rekrut. Zumindest auf das, was davon übrig ist. Gehöre den Hütern des Funkens an. Einer kleinen, aber stetig wachsenden Kirche, die sich einer großen Sache verschrieben hat. Wir suchen immer nach neuen Rekruten wie dir. Nach jemandem, der bereit ist, sich für den Sieg des Guten die Hände schmutzig zu machen. Geh und suche den Kord. Unser Prophet, Bruder Eli, wird dich mit offenen Armen empfangen. Siehst du das Gebäude da unter dem Kraken? Dort, unter seinen Tentakeln, bist du in Sicherheit. Aha. Du musst wirklich sehr lange eingesperrt gewesen sein. Du wirst die schreckliche Wahrheit noch früh genug sehen. Auf den Straßen herrscht Anarchie. Die Leute haben Angst vor dem neuen Zeitalter, das anbrechen wird. Die Regierung hat eine Mauer um uns herumgezogen, um das Unvermeidliche hinauszuzögern. Sie verleugnen die frohe Kunde des Schwarms. Diese Seuche ist nicht das, wonach es aussieht. Die Menschheit wird die nächste Stufe erreichen. Wir werden zu etwas Neuem werden. Okay. Was will er? Hier geht es nicht um mich, Rekrut. Hier geht es um den Weg des Funkens. Du kannst den Tintenfisch da sehen, oder? Geh dorthin und such nach Bruder Eli. Er wird dir den Weg weisen. Okay. Bruder Eli wird dir dein Schicksal offenbaren.
Log-Update trifft dich mit Bruder Eli im Seaside Court. Ah. Das ist. Also ein Jogginganzug ist das nicht, was der da auch. Wirklich nicht. So, Freunde, ich würde sagen, ich mache erstmal einen Cut und steige dann da wieder ein und gucken wir mal, was mal da was so abgeht. Dann müsst ihr eigentlich jetzt das Tutorial zu Ende sein, oder? Nicht rummen? Ja. Okay, dann macht's bis dann.